the President of the United States. Es ist seine erste Rede zur Lage der Nation und US-Präsident Donald Trump inszeniert sich bei seinem Auftritt vor beiden Kammern des Kongresses als überparteilicher Konsensstifter. Ich rufe uns alle dazu auf, unsere Differenzen beiseite zu legen, eine gemeinsame Grundlage zu suchen und die Einheit zu beschwören, die wir brauchen, um dem Volk zu dienen. Trump fordert von Republikanern und Demokraten, mit ihm zusammen unter anderem an einem 1,5 Billionen Dollar Programm zur Modernisierung der Infrastruktur zu arbeiten. Trump nennt seine Steuerreform eine historische Errungenschaft und lobt sich für eine boomende Wirtschaft. Unversöhnlich gibt er sich beim Thema Einwanderung. Offene Grenzen hätten über Jahrzehnte Drogen und kriminelle Banden ins Land gelockt. Dadurch konnten Millionen Niedriglöhner um Jobs und Gehälter mit den ärmsten Amerikanern konkurrieren. Tragischerweise haben sie zum Verlust zahlreicher unschuldiger Leben geführt. Im außenpolitischen Teil der Rede erneuert Trump seine Drohungen gegen den Iran und Nordkorea. Er verspricht, die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat zu besiegen und verkündet, dass er das Gefangenenlager Guantanamo offen halten will.